Willkommen zurück aus der Pause bei Green Tech Live. Wir freuen uns sehr, nach dem Kasten noch mal eine Kollegin aus der Film- und Medienbranche zu begrüßen, die liebe Katja Schwarz aus München. Katja, kannst du mich hören? Ich kann dich hören, ja. Hallo, guten Morgen. Super, dass du so kurzfristig mitmachst. Konntest du den Call vorher mit dem Kasten zuschauen? Ja, also zu meiner großen Freude, und ich stimme ihm in allem zu. In allem zu. Katja, wir kennen uns über, ich sag mal, dieses Thema Green Shooting, Green Consulting. Wir haben im Kasten ja auch ein bisschen drüber gesprochen. Ich bin ein Fan von, als Journalist von Green Storytelling natürlich. Du beschäftigst dich vor allen Dingen auch mit der Mechanik von Green Shooting und von Green Consulting. In der Filmbranche tut sich was Schönes. Wir werden so ein paar Beispiele von dir hören. Hoffentlich, keine Ahnung, sag ich mal, erzählst du was zum Tatort oder ich weiß nicht, was du vorbereitet hast. Aber du hast was vorbereitet, Katja? Ja? Also ja, du könntest deinen Screen sharen, wann immer du bereit bist. Und wir würden 20 Minuten ungefähr machen und dann würde ich öffnen für Q&A. Mhm. Ja? Okay, sehr gerne. Dann teile ich jetzt den Bildschirm. Gerne. Für die Zuschauer gilt die Domain bzw. die E-Mail-Adresse redaktion@greentech.live bitte als unser Pool für Fragen. Herzlichen Dank. Du kannst dein Screenshot gerne teilen. Okay. Ja, jetzt teile ich gerade, glaube ich, die Split in zwei. Das war nicht die Absicht. Ja, wir sehen was. Ihr seht was, aber ihr habt gleich zwei. Wenn ich das richtig sehe, zwei Folien auf einmal gesehen. Wieder, richtig? Kannst du mir kurz helfen? Ihr seht zwei Folien oder eine Folie? Eine vergrößerte Folie sieht die Regie. Und daneben schon die nächste Folie? Ja, siehst du die nächste Folie, Felix? Ist er zufrieden? Sie ist die Regie zufrieden mit dem, was sie sieht? Ich glaube, es funktioniert nicht so ganz. Ja, sorry. Müsst du noch mal raus? Wie können wir der Katja helfen, Felix? Wenn du die Präsentation, ich kriege hier den Tipp aus der Regie, dass du vielleicht die Präsentation bitte noch mal beendest und dann noch mal startest. Ich würde es gerne mal so testen, wenn das. Okay. Du bist reingezoomt in eine Präsentation und die Regie sieht nicht den ganzen Screen. Ich sehe hier in der Moderation leider keine deiner Folien. Okay, das ist natürlich wenig. Die sehen nicht die komplette Präsentation, weil der Bildschirmausschnitt vielleicht ein anderer ist. Genau, also du seist reingezoomt in die Präsentation. Mhm. Da hast du eine PowerPoint-Präsentation? Oder was ist das? Ich habe eine Keynote-Präsentation. Keynote, genau. Ich war jetzt auf Vollbildschirm gegangen, aber ich kann natürlich die. Minimier doch mal den Bildschirm ein bisschen vielleicht. Vielleicht klappt es dann. Ja, vielleicht muss ich jetzt einfach die etwas. Hands-on-Variante wählen und ihr. Sehr peinlich. Super. Ach, so viel zu Tag. Green Tag. Nichts ist peinlich. Und wir haben so tolle Themen, ja. Du. Ja. Ich bin jetzt nur selber überrascht, dass es mir nicht so gelingt, wie es sein sollte. Jetzt würdet ihr Folien sehen und auch die Navigation, richtig? Ich glaube jetzt, wenn du jetzt auf den Vollscreen gehst, dann sollte es funktionieren, liebe Katja. Sekunde. Voilà. Ja. Also jetzt sehe ich dich bzw. deine Präsentation im Vollscreen. Sehr schön. Okay, dann testweise noch.
Auch ihr seht jetzt auch die nächste erste Seite. Folie, richtig? Eureka. Sehr okay, schön. Perfekt. Dann deine Bühne, liebe Katja. Okay, danke für die Einladung. Also, es ist natürlich eine Freude, über Green Filmmaking zu sprechen, allerdings auch mit dem großen Hinweis, dass wir hierzulande dazu tendieren, auch in anderen Ländern, Green ohne die vollen Aspekte zu betrachten, die letztendlich auch zur Nachhaltigkeit gehören, nämlich neben der Ökologie auch die ökonomischen Aspekte, die automatisch mit hineinkommen, aber vor allen Dingen auch die sozialen und die kulturellen. Nichtsdestoweniger, ich möchte als erstes mal mit euch drei besondere Punkte erwähnen, die vielleicht auch jetzt besonders interessant sind. Nämlich an diesem, in der Nacht von Sonntag auf Montag ist Eureka online gegangen. Das ist der erste Versuch und auch ziemlich weit fortgeschrittene, gute Versuch, einen European Environmental Calculator für die Treibhausgasemissionen für die Film- und Medienbranche zu veröffentlichen, zu kreieren und zu veröffentlichen. Es ist ein EU-Projekt, das jetzt ein paar Jahre lief, wo ein paar Länder zusammengearbeitet haben und die Filmcommissions. Und jetzt ist er online und jedem zugänglich. Wir haben ja in unserem Land auch mehrere absolut seriöse Treibhausgasrechner, sei es jetzt von Klimaaktiv, Climate Partner, von bei Inner Sesam Kalkulation angedockt etc. pp., die alle auch, und das ist das Wichtige meines Erachtens, wirklich von allen Treibhausgasen sprechen und wir immer CO2-Äquivalente haben. Also nicht, wie es auch in manchen anderen Branchen die Tendenz gibt, vielleicht nur von Kohlenstoffdioxid zu reden und das dann als Treibhausgase allgemein zu verkaufen. Genau, also ganz neu, gerade online gegangen von der Europäischen Film Commissions Vereinigung Eureka, European Environmental Calculator, das auch mit einem Projektmanagement kombiniert ist und vielen ökologischen Tipps. Dann ist auch dieses Jahr eigentlich das Jubiläum. Es sind jetzt 10 Jahre, seit der erste grüne Drehpass jemals verliehen worden ist von der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Die heißt jetzt ja Moin Filmförderung. Es ist auch sind jetzt auch 10 Jahre, dass die erste TV-Serie Europas anerkannt klimaneutral produziert worden ist. Des Weiteren haben wir jetzt eine Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die sich aktiv für ökologische Mindeststandards in Kultur und Medien einsetzt. Das ist auch neu. Also bisher hatten wir jemanden, der zwar was vorangebracht hat und auch das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit gegründet hat und sich auch auf ein Foto mit anderen Filmschaffenden gestellt hat. Aber dieses Engagement und diese Bemühung zu vereinheitlichen, die haben wir jetzt erst mit der neuen Bundesregierung und der Claudia Roth in ihrer Position. Warum ist das für uns alle so wichtig? Wir leben in einem Land, also ja, in einer Welt, aber vor allen Dingen in einem Land, wo wir also tatsächlich zum einen sehr glücklich sind, weil wir funktionierende Institutionen haben oder wie es Carsten vorher auch gesagt hat, einen funktionierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die auch inklusive RBB, bitte. Das ist im Vergleich zu dem, was in der freien Wirtschaft passiert, wirklich immer noch hoch anständig, muss ich sagen. Und wir haben eine Gesetzgebung, jetzt abgesehen davon, dass 10 Jahre Energie- und Verkehrswende verschlafen worden sind, aktiv verschlafen wurden, muss man sagen, eine Gesetzgebung, die uns ein Klimaschutzgesetz, ein Lieferkettengesetz und auch ein Kreislaufwirtschaftsgesetz beschert haben, die insgesamt nicht genügen,
nicht um die Klimaschutzziele einzuhalten, nicht um die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, zu denen wir uns auch bekannt haben, die bis 2030 zu erreichen, einzuhalten. Nur wenn die alle extrem verschärft würden, hätten wir überhaupt irgendeine Chance, diese Ziele zu erreichen. Und solange das so ist, bleiben die Einzelinitiativen und auch die Unternehmen und Organisationen, die ihre, jetzt reden wir mal von Medien, auf eine komplett nachhaltige Weise produzieren, wettbewerbsmäßig, da wir ja immer noch in diesem kapitalistischen System aktiv sind, im Nachteil. Und dagegen müssen wir eigentlich etwas unternehmen. Und es bleibt halt alles eine Bottom-up-Bewegung, wenn es nicht gesamtgesellschaftlich für eine größere Gerechtigkeit gesorgt wird. Da müssen wir hinkommen, da wollen wir hin. Warum ist es so wichtig, dass die Medien- und Filmbranche sich bewegt als Vorbild? Also wie können auch wir dazu beitragen, dass die 17 Nachhaltigkeitsziele erreicht werden? Wir sind wirklich ein Interface. Also es gibt keine Branche, mit der wir nicht verbunden sind. Also Carsten hatte jetzt vorher vom Storytelling gesprochen. Das Storytelling halte ich für immens wichtig. Ich erkenne ein großes, noch nicht ausgeschöpftes Potenzial an dem unbewusst wahrgenommenen Storytelling. Also ich bleibe frei im Geschichten erzählen, aber ich kann mit den Hintergründen der Ausstattung, der Räumlichkeiten, der Art der Fortbewegung und auch der Kleidung und dem Ausdruck und dem Verhalten der Schauspielerinnen und Schauspieler, der Darstellerinnen noch sehr, sehr, sehr viel mehr bewegen, weil wir wirklich von vorne bis hinten verantwortlich sind für die Bilder in den Köpfen der Menschen. Also unser Einfluss ist viel größer, als wir meines Erachtens bisher die Verantwortung wahrnehmen. Das gilt vielleicht für die Journalisten weniger, weil euer Hauptthema ist, wirklich die Wahrheit in einer verständlichen Form an den Tag zu bringen und damit was zu bewegen. Nur in unseren anderen, also sämtlichen anderen Formaten und letztendlich auch in den Dokumentarfilmen kann ich immer schauen, wie positioniere ich eine Person und was passiert da im Hintergrund? Was vermittle ich unbewusst an meine Zuschauerinnen, Userinnen oder auch Kinobesucherinnen? Genau, so gesehen ist everything Storytelling, was wir machen. Wir werden ja auch beobachtet, wenn wir arbeiten, auch dadurch haben wir einen Einfluss auf die Passanten und wir haben eben mit allen Branchen zu tun, nicht nur in unseren Geschichten, sondern auch durch die Gewerke. Und deswegen sind auch wir dafür mit zuständig, dass das notwendige Angebot geschaffen wird durch unsere Nachfragen. Ja, jetzt würde ich gerne zu unserem Jubiläum kommen, kurz, also und eine kurze Geschichte von Green Filmmaking in Deutschland zu geben, was mich auch zu dem Punkt bringt, dass sie hierzulande seit über 10 Jahren, also 12, 13 Jahren, Menschen intensiv damit beschäftigen, nachhaltige Produktionsweisen zu etablieren und wir immer noch von Mindeststandards reden, immer noch so tun, als seien wir am Anfang. Und das ist natürlich auch der gesamtgesellschaftlichen Situation geschuldet, aber es macht mich ziemlich wütend, lassen wir es so, sagen wir mal so. Wut ist auch eine Energie, die stecken wir doch in unsere weiteren Aktivitäten. 2010 ist bei der Odeon Film aus einem Gespräch über Süßigkeiten, nämlich einem Orang-Utan-Baby, das von KitKat bedroht wurde, ein Greenpeace-Plakat und einer Mülltrennungsaktivität, dann eine echte Nachhaltigkeitsinitiative entstanden, in dem der Vorstand zu mir gesagt hat, Katja, wir wollen nicht wissen, was wir nicht essen oder tun dürfen, wir wollen wissen, was wir tun dürfen und können.
Damals gab es kein deutschsprachiges Material hierzulande, auch in der Schweiz oder Österreich sah es noch mau aus, obwohl die auch gerade die Schweizer in der Kulturbranche schon recht aktiv waren. Und es hatten aber 2009 die American University, nämlich der Professor Larry Engel und auch mit seinem britischen Kollegen Andrew Buchanan, dem Producer, schon den Code of Best Practices for Sustainable Filmmaking veröffentlicht. Eine ausgezeichnete Checkliste, was die große Fähigkeit im angloamerikanischen Raum ist, Dinge so darzustellen, dass wir das Gefühl haben, yes, we can. Und diese Checkliste haben wir ins Deutsch übersetzt. Wir haben sie mit einer Klimaschutzberatung, Climate Partner, auch konkretisiert. Und wir haben den damals bei der Klimaschutzberatung vorhandenen Treibhausgasrechner umgewandelt für die Film- und Medienbranche. Und bei der Fernsehserie Der Landarzt, die es damals noch gab, eine langlaufende Serie, die in Schleswig-Holstein gedreht wurde, getestet, also erst die Maßnahmen und gleichzeitig Maßnahmen eingeführt, verbessernde und gleichzeitig versucht, das alles in Treibhausgasen zu ermitteln. Und da damals Hamburg die Klimahauptstadt Europas wurde, hat sich die Filmförderung überlegt, super, was können wir machen? Und hat dann den grünen Drehpass entwickelt aus diesen Checklisten. Also, und damit war eigentlich, also das für den deutschsprachigen Raum ein Material verfügbar, ausreichend von Hamburg, Schleswig-Holstein veröffentlicht. Und da wir die Treibhausgase auch ausgeglichen haben, die wir nicht vermeiden konnten, waren wir klimaneutral. Und am Schluss hat sich herausgestellt, dass es die allererste Fernsehserie für Europa so war. Also diese Art von Jubiläum gibt's eben, weil dann 2012 das alles sich ergeben hat, dass es tatsächlich passiert ist. Und dann ging es rasant weiter. Wir haben auch da später natürlich festgestellt, dass die Kollegen wie zum Beispiel an der IFS also schon virale Clips Mean But Green produziert haben und die auch nachhaltig hergestellt haben. Das ist auch schon 2010 passiert, 2010, 11. Natürlich gibt es in verschiedensten Bundesländern auch schon Einzelinitiativen. Nur mit diesen Checklisten konnte dann letztendlich ganz viel passieren. Und es gab eine intensive Zusammenarbeit dann auch mit dem Kollegen von Jakob Billerbill, den ihr jetzt alle kennt vom Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Entschuldigung. Der mit der Energieagentur in NRW die Green Pictures Group gegründet hat, auch das bereits 2014. Und daraus sind dann schon auch bei anderen großen Produktionsfirmen die ersten Umsetzungen passiert. Wir haben den Tatort natürlich als Pilotprojekt 2015, mit dem sich dank der MFG, der Mitteldeutschen Filmförderung, wirklich eine herkömmliche Produktionsweise, Herstellungsweise auch vergleichen ließ mit den anderen und wir einen ausführlichen Bericht schreiben konnten und wo auch Geld zur Verfügung gestellt wurde, um tatsächlich alles nachhaltig zu kreieren, bis hin zum Catering. Ihr kennt Green Film Shooting Net, der Blog von Birgit Heitzig, auch Journalistin, ursprünglich auch schon seit 2013 und was auch da bei der Berlinale vergeben wird. Soweit zur Geschichte. Es gibt dieses Jahr wurden ökologische Mindeststandards mit dem Promotion Label getestet. Also diese Dinge haben wir schon alle. Wir haben auch schon festgestellt, worin unsere Handlungsfelder liegen, nämlich im Team, die wir Zahnräder zusammenarbeiten, im Umweltschutz natürlich heutzutage jetzt immerhin ausgedrückt in Treibhausgasemissionen, unsere Umweltauswirkungen. Wir haben den Energiebereich allen bekannt und trotzdem in der Realität an so vielen Dingen immer wieder scheitern, vor allen Dingen, wenn es um die mobile Energiebereitstellung geht. Wir haben den Mobilitätssektor
kennen auch alle aus dem Greenpeace-Magazin, wie die Verhältnisse sind. Es gibt die Lösungen, wie man am besten was rausfindet, welche Verkehrsmittel es gibt. Es entwickelt sich alles weiter. Wir müssen es nur auch nutzen, und dazu fehlen oft die finanziellen Ressourcen in dem Sinn, dass die Branche, die Filmschaffenden im Einzelfall und also im Einzelfall die einzelnen Gewerke tatsächlich unterfinanziert sind und der Zeitdruck irre hoch ist, so dass man sich oft nicht traut, was Neues auszuprobieren, wenn auch nur ein kleines Risiko besteht, dass man es nicht ausführen kann. Wir haben das komplette Bauthema im Szenenbild, aber auch in der Gebäudenutzung, Büros, die wir alle nutzen. Und wir haben den genialen Satz von der EU, more value, less waste. Genau, Materialthemen. Ich muss mich jetzt hier ein bisschen beeilen. Wir haben bei Kostüm und Kosmetik auch einen großen Einfluss auf die Gewässer, und die Wasserreinhaltung kommt auch vielfach zu kurz. Wir wissen alles über die Ernährung, die Gefäße, die Bereitstellung der verschiedenen Geschichten. Aber wir sind immer noch nicht so weit, dass wir das, was schon 1972, als dieses Foto veröffentlicht worden ist, wirklich umgesetzt ist. Und zwar, weil aktive Lobbyarbeit dagegen betrieben wurde und weil sich auch alle davon immer wieder einwickeln lassen. Seitdem hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt. Das heißt, jeder kann eins und eins zusammenrechnen. Wir müssen unser Verhalten ändern oder wieder frühere Verhaltensformen annehmen. Und deswegen, und es ist ja das große Thema von der Green Tech Konferenz, deswegen kann ich es hier ganz kurz machen, ihr hattet es gerade eben, um die Sustainable Development Goals zu erreichen, müssen wir natürlich effektiver und effizienter werden. Wir müssen aber auch Suffizienz also erreichen, also ein anderes Verständnis von Wohlstand. Wie fühlen sich die Leute wohl? Was macht sie glücklich? Und dafür ist, glaube ich, die Film- und Medienbranche prädestiniert. Dafür machen wir ja auch Filme und Programme. Und wir müssen die Circular Economy einfach verwirklichen und zu einem zirkulären Design kommen. Und wie die EU das eben nicht nur klar sagt, das ist die Voraussetzung für die angestrebte Klimaneutralität, sondern auch humorvoll betitelt More Value, Less Waste. Ich gehe hier schnell drüber, weil es Ihnen allen bekannt ist. Ich finde, das ist unterrepräsentiert in unserer Wahrnehmung, dass der ganz großes Emissionspotenzial natürlich und Schuttpotenzial bei den Gebäuden ist. Deswegen muss auch hier die Gesetzgebung sich verbessern zu einer Umbauordnung, dass Revitalisierung ermutigt wird. Wir müssen bei Green ICT zu dem zirkulären Design kommen. Es gibt auch diese Lösungen. Warum werden sie nicht angewandt? Es ist schon auch viele Jahre bekannt. Ich habe es bei Naturvision Film Festival gelernt, dass Corporations davon ausgehen, dass wenn zwei Leute sich beschweren, dass eigentlich 8 dahinter stecken, die dieselbe Meinung haben, sich nicht äußern. Das heißt, alles hat den 5-fachen Faktor. Könnte auch noch besser eingesetzt werden. Natürlich Müllthema, Sustainable Financing passiert nicht ausreichend. Und am Ende schaffen wir es nur alle gemeinsam. Wir haben in unserer Branche für Fiction-Film schon die Fair-Film-Award-Kriterien, die eigentlich meines Erachtens ganz toll sind und auch alle Bereiche abdecken. Immerhin gibt's den Award. Es hat natürlich jetzt noch nicht viel bewirkt in unserer Branche. Ihr habt vielleicht auch alle das Journalistheft letztes Jahr gelesen im September. Wo, es ist meine Meinung, es kann kein Grün geben ohne Fairness und Chancengleichheit und Equality sozusagen, Diversity sowieso. Und der Oliver Zenglein hat es auch so gesagt, wir sind aktuell in der Situation, dass wir zwar, wenn wir unsere Treibhausgase ermitteln, dann am Schluss sozusagen aber gleichzeitig weiter unsere
Mitarbeitenden ausbeuten können. Das ist die Lage hierzulande. Da müssen wir auch was dagegen tun. Also nicht nur auswerten, sondern uns wirklich verbessern. Nicht nur ändern, sondern verbessern. Ja, es gibt tolles Kursangebot, sowohl für die Green Consultants als auch für die Transformationsmanagerinnen in Kultur und Medien. Jetzt gibt es auch noch ein weiteres Kursangebot, und zwar über die, also die anderen ergänzend, sozusagen supplementär, wo wir jetzt wirklich auch mal Psychologen eingeladen haben, Diversity Officer von der Broadcasting Union etc. pp. Und auch dem Tim Wagendorp wegen finanzieller Punkte, the impact of money, damit wir die Teilnehmenden auch über die internationalen Teilnehmenden auch wirklich vernetzen und über die vielleicht hidden consequences aufklären und den ihren Impact auch vergrößern. Denn wir gehen davon aus, und das International Screen Institute und Creative Europe Media haben es auch gefördert bzw. initiiert, dass ein 360-Grad-Ansatz mal das Potenzial, das in allen steckt, auch wirklich dann zur notwendigen Transformation führen wird. Soweit der Ärger über die Langsamkeit und die Hoffnung auf das andere. Ich habe hier die große alle Logos hineingetan, weil ich glaube, es ist immer eine Zusammenarbeit und so viele Aspekte, die zusammenhelfen, dass wir es schaffen. Vielen Dank, liebe Katja. Jetzt hast du eine Punktlandung geliefert. Wir haben leider nicht mehr viel Zeit für Fragen. Ich würde zwei Zitate mit rausnehmen, also super inspirierend. Wie gesagt, wir kennen uns jetzt auch ein bisschen. Und zwar wichtig ist, dass man wütend bleibt. Du hast Effizienz, Suffizienz skizziert. Ich glaube, ein bisschen Wut gehört auch dazu. Und du hast einen Lieblingssatz für mich kreiert, weil wir als Filmemacher tatsächlich verantwortlich sind für die Bilder, die in den Köpfen der Menschen hängen bleiben. Dann schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir vorher mit Carsten diskutiert haben, vom Green Storytelling. Ich hätte gern von dir nochmal so ein bisschen erfahren, wie wichtig ist der Hebel, wegen mir grüne Geschichten zu erzählen, grüne Helden auch zu inszenieren, nicht immer nur Anwälte und Ärzte, sondern auch mal Klimaforscher oder Raketenforscher, dass auch junge Leute sich wirklich für die Themen anders vielleicht beschäftigen. Aber ich weiß, du hast Kooperationen angesprochen. Wir haben so einige Themen, die wir gemeinsam noch bearbeiten. Wir werden uns in verschiedenen, sage ich mal, Organisationen ja auch wieder treffen. Carsten ist da auch mit von der Partie. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Spontanität und verabschiede mich nach München. Wir würden mit einer 3-Minuten-Pause weitermachen und dann kommt der Eike Weber mit unserer Eröffnungs-Keynote. Bis gleich. Dankeschön. Danke dir. Ciao.